Sieh dich nur mal an. Ja, wie hast du es geschafft? Möchtest du was Matthäus und Fritz lassen grüßen? Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Sie sind wohlauf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratei wird das auch nicht besser sein. Bursche, es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit, sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledeczko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Mach ich. Danke. Dann fragen wir den Mühlen dort. Lass mal kurz was einstellen, damit ich den Sound wieder synchron habe. Blub. So, Standard. Blub, 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 blub. Gut. Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Jetzt geht es leider nicht. Komm am Abend wieder, ja? Dann am Abend. Ich wüsste gerne, ich habe etwas mitgebracht. Ich habe dir etwas mitgebracht. Schmuck oder ein Dolch? Ganz ehrlich, warum kein Dolch? Sie kann sich damit dann nochmal gegen solchen Banditen verteidigen. Hier ein Dolch. Bestätigen? Danke. Aber ich weiß nicht recht, was ich damit anfangen soll. Naja, falls dir etwas Schlimmes widerfährt, könntest du ihn brauchen. Verstehe. Nun, vielen Dank. Aber ich weiß nicht, wie viel mir der gegen die drei großen Kerle gebracht hätte. Unterschätz dich nicht. Das ist eine DLC-Quest. Die will ich mir noch aufheben. Die machen wir später. Genau, dann erstmal auf nach Scarlet. Können wir irgendwas verkaufen? Blutiger Hofkratzer, dann müssen wir nach Dingens. Polsterte, Silberring. Wir verkaufen das andere Zeug oben. Ich schenke jetzt nicht die Silberringe und den Kumulationskolch, Gräser. Hier, bitte, nimm das Zeug von den Toten. Ich glaube nicht, dass es gut ist. So, und wieder zurück nach Hause. Da sehen wir auch schon die Wasserträger. Obwohl, wenn die Wasserträger da ist, werden ja ein Deal mit den Leuten. Okay, ist nur ein Gehilfe. Guten Tag, wie kann ich helfen? Mach's gut. Deren Gesichter werden doch nicht richtig geladen. Moin, Woche. Ruckelst ein bisschen mehr, was da los? Bestimmt wegen dem Regen oder sowas. Geht's dir besser? Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Okay, irgendwie ruckelt es doch mehr. Ich geh mal runter vom Pferd. Vielleicht liegt's am Pferd. Aber erstmal. Spargel, eine wahre Gaumenfreude und Gurken, die all eure Leiden lindern. Greif zu! So, auf zum Vogt. Nee, wir müssen erstmal mit Agnes reden, denn die weiß ja noch gar nichts. Da ist sie ja. Nee, ist eine Dorfbewohnerin. Die sah so aus. Die werden nicht richtig geladen, was denn los? Irgendwie ist heute seltsam. Die Seelen aller Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhen. Amen. Guten Tag. In Armen mit Armen.
Ich hab über Peter Franziskus geredet. Ich habe mich in Sasau umgehört. Pater Franziskus fehlt es an nichts in Sasau. Er wird nicht so bald nach St. Jakob zurückkehren. Du hast ihn gesprochen? Wie geht es ihm? Seine Soutane muss sicher wieder gestopft werden. Andauernd zerreißt er sie. Er stolpert ständig über Stock und Stein. Er hat mein gesamtes Geld abgenommen. Ihm geht es gut. Er kann nicht zurück. Er ist woanders tätig. Ihm geht es verdammt nochmal gut. Er ist reich. Wir haben ihn aus Versehen reich gemacht. Wie gesagt, ihm fehlt es an nichts. Möge Gott über dich wachen. Agnes, was heißt das jetzt? Agnes? Lebe wohl. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. Geh zurück zum Vogt und teile ihm mit, wen du ausgewählt hast. Okay, dann zum Vogt. Sie hat uns nichts gesagt, aber okay. Ich möchte noch kurz im Pfarrhaus reinschauen. Die Wache ist da. Dann waschen wir uns kurz. Okay. Pfarrhaus, da. So, wir gehen hier rein, wir dürfen das. So, wo ist die Truhe? Falsche Truhe. Falls wir irgendwas unterwegs vergessen haben, dann ist es ja immer hier. Hier auch nicht. Da auch nicht. Das sind nur die Sachen vom Pfarrer selber. Na gut, dann sind wir hier raus. Dann auf zum Vogt. Und wir sollten erstmal mit Alex reden. Wir tragen nämlich ziemlich viel illegales Hasenfleisch mit uns rum. Da ist er ja. Sehr gut. Das geht jetzt schlecht. Guten Tag. Hi. Der sieht so komisch aus. Lade das mal in dein Gesicht. Warte, erstmal das Fleisch. So, ins Inventar damit. Wildschweinfleisch, das nehme ich mal alles mit. Können wir alles verkaufen. Und der Strohhut, ganz ehrlich, den nehmen wir mit. Wir sind in der Stadt, dann nehme ich den Strohhut. Passt doch zu uns. Wild überreichen. Ich habe hier Wild für dich. Wunderbar. Zeig mal, was du hast. Hasenfleisch. 70. Ich gebe doch nicht mehr ab, als ich hier muss. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorräte. Ich habe wieder was für dich. Der Wirt hatte Ärger mit seiner Gattin und will es wieder gut machen. Sie liebt Würste aus Rotwild. Also bat er mich um Hilfe. Rotwild kann ich besorgen. Die Würste muss er selbst machen. Sicher. Beschaff nur das Fleisch. Okay, nochmal eine Bestellung. Dann reden wir erstmal. Wir packen erstmal das Fleisch wieder. Die Satteltasche. Weg damit. Ja, damit kann ich gerade nichts anfangen. Das können wir alles später bei Peschek verkaufen. Das ganze Wild. Ja, da ist er ja. Sehr gut. Hier sehen wir auch die ganze... Ich hab mich verklickt. Hier ist Ratei gegründet worden. Da gab es damals ein Kloster, dann kam ein Ritter vorbei und hat einen Flughöllenhund zerschlagen. Und so wurde die Stadt gegründet. Beste Grüße. Ja, ebenfalls.
Ich habe mich um die Köchin gekümmert. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Ehrlich, ich konnte niemand finden. Nee, es ist Agnes. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Das ist gezeichnet. Und meine Belohnung habe ich gleich erhalten. Gibt's Neuigkeiten? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Ja, okay. Mach's gut. Ich möchte mich eigentlich wieder als Adliger kleiden. Was ist Adliger? Als feiner Herr? Wir haben eigentlich unsere schöne Kleidung da. Aber die habe ich leider nicht hier. Die hat auch mein Gefährte nicht dabei. Nee. Schade. Wir sind gerade sowieso arm. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir noch auf? Freundinnen Not. Wir müssten dann da und dahin. Mächtiger als das Schwert. Geht zum Uschwitzer Dingens. Aktivitäten. Rachegelüste. Nimm's den Reichen, gib's den Armen. Das können wir. Es wird schwierig. Da müssen der Wache Geld stehlen. Schauen wir mal, wo die ist. Faustkampf. Wappenröcke, Klauen, Stiel, Schutz, Amulett. Sind wir fünf Teile vom legendären Schwert und bringen sie zum Schwertminen Sarsau. Hier haben wir auch einen Schmied. Ich glaube, wir haben sogar zwei. Ich glaube, da oben in der Burg waren auch einer. Wir müssen mal dem Schmied hier fragen, ob er ein Stück hat. Oder vielleicht haben wir das schon gefragt. Schiedel den Ring in der Truhe der Basenbesitzerin. Okay. Ich Hirschfleisch erstmal nicht. Das können wir auch noch machen. Gutes Geld für großes Fleisch. Haseninnereien müssten wir bald machen. Wie fährt der Abend sonst? Ruf der Nachtigallen. Falle aufgestellt. Könnten wir auch bald mal schauen. Der Schatz. Taubenverschlag. Herseschmied. Neues Herbarium. In Gottes Hand. Freunde in der Not. Das heben wir erstmal auf. Liebeswerben. Oh, suche Theresa. Und Lord Oshilp, Hallöchen. Erstmal Hallöchen und Dankeschön, dass du da bist und Dankeschön für den Follow. Wir schauen erstmal die Bescherrechtenliste. Wo war ich? Plünderer? Das ist zu weit weg. Das machen wir, wenn wir nach Uschitze gehen. Wir schauen erstmal. Der Schmied. Hier ist doch ein Schmied. Ich habe schon vergessen, ob wir mit denen schon geredet haben über die Bruchstücke. Aber könnt ihr nochmal fragen. Glaube ich. Schwertschmied, hi. Glück und Gesundheit. Es heißt, ein Pilger habe dir ein Bruchstück eines seltenen Schwertes verkauft. Ich hätte Interesse daran. Hat der Pfusch aus Sarsau dich geschickt? Wieso? Wieso? Weil keines für ihn übrig war und er auch eines will. Aber er hat Pech. Ich habe ein Stück, aber nie im Leben würde ich es verkaufen. Und es gibt keine... Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, nie im Leben. Das können wir arrangieren. Ja, lass uns handeln, vielleicht verkaufst du es doch. Nee, er verkauft es wirklich nicht. Okay, können wir irgendwas anderes verkaufen? Wir haben zum Beispiel diese Holzwelle-Axt, die kann weg. Wir haben ein Jagdschwert. Jagdschwert, ursprünglich die Waffe eines Jägers, um seiner Beute den Todesstoß zu versetzen und sie dann zu zerlegen. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zum Kurzschwert entdeckten Bürger... Ah, das kennen wir schon. Die können wir dann auch verkaufen. Du wirst lachen, ich verfolge dich eine Zeit auf YouTube und bin eben die ganzen deutschen Streamer durchgescrollt. Auf Twitch ist es furchtbar, wenn man durchscrollt. Und ich habe dich einfach random gefunden. Das gibt's nicht. Erstmal auf. Das sind zwei Zufälle. Oh, warte, ich möchte es verkaufen. Erstmal auf YouTube mich finden, weil ich bin da überhaupt nicht bekannt. Sprechen wir den Preis. Und auf Twitch finden. Nun, ich bin ja auch nicht überhaupt nicht bekannt. Erstmal, wow. Das sind Zufälle, meine Güte. Erstmal Hallöchen. Also, ich hab schon Hallo gesagt, aber Hallöchen nochmal. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. In Zeichen dieses Zufalls.
So. Er hat also auch ein Bruchstück. Irgendwo ist es. Er trägt es entweder bei sich oder in irgendeiner Truhe. Nur leider hat er gerade eine Wache hier. Dein PB zieht mich magisch an. Das Profilbild? Ich nehme an, das ist PB damit gemeint. Bleib stehen. Ich muss dich durchsuchen. Nein, musst du nicht. Ich lasse es mal alles hier fallen. Das brauchen wir nicht. Ich möchte nicht, dass er mich hier auszieht. Mein Gambasan auch nicht. Was haben wir noch alles dabei, was wir nicht gebrauchen können? Ja, nee, da war noch was. Ja, die Wundpfeile. Weg damit. Plopp. Gut. Also, du möchtest mich untersuchen. Hi. Na? Hörst du mich? Ja. Ich denke... Sicherheit geht vor. Ja. Das verstehe ich. Ich durchsuche mich, werter Herr. Ich habe doch nichts bei mir. Ah, nur zu. Alles in Ordnung. Du kannst gehen. Und damit du dir das merkst, ich bin ein ehrhafter Bürger. So. Dann nehmen wir das doch mal wieder mit. Die gute Kettenhaube. Dankeschön. Gut. Eieiei. Gut, dass wir die Sachen wegwerfen können, sonst wäre ich meine schöne Rüstung wieder los. Strohhut nehme ich. Wir sind jetzt der Strohhutkämpfer. So, und ich denke mal, das da ist ein Untergebener vom Schmied. Er ist ein Handwerker. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Ja, der hat. Lebe wohl. Dann schauen wir noch beim Schmied oben nach. Vielleicht hat er auch ein Bruchstück. Er will's? Sehr gut. Auf geht's. Ja. Da gehen wir gleich noch zu Peschek runter und verkaufen dem ein bisschen unser Fleisch auf. Nimmst du denn Let's Plays live auf? Ja, das mache ich. Das kann ich ja praktischerweise ja ganz locker damit kombinieren. War das der Schmied? Oder war der da drin? Oder bilde ich mir das nur ein? Nee, da ist Feuer. Da ist er doch. Werter Herr Schmied. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Habt ihr nicht ein Bruchstück? Es heißt, ein Pilger habe Bruchstücke eines heiligen Schwertes verkauft. Er kam nicht zufällig hier vorbei. Darüber habe ich nichts gehört. Ach ja? Ja. Willst du mich einen Lügner schimpfen? Lebe wohl. Na gut, er scheint auch nicht reich zu sein. Messerscharf. Ein Fertigkeitshandbuch über die Instandhaltung und Reparatur von Dingen. Ja, das ist meins. Dankeschön. Falschen wir noch ein bisschen, weil ich den Zahl doch nicht den gesamten... Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ja, erstmal, das Buch ist falsch. Die Worte sind komplett durcheinander. Das kann man doch nicht lesen. Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Und außerdem ist der Einband nass. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ich meine, das kann man ja nicht lesen, was da drin ist. Wo ist mein Buch? Da. Emesr Kursafra. Ible Evkretzgue. Sag ich ja. Okay, da kommt er nicht raus. Okay, der hat angeblich... Kein. Der hat so trocken geantwortet. Ich glaube, der hat wirklich kein Bruchstück. Aber vielleicht kann man irgendwann mal danach schauen. Wenn das nicht merkt. Gut. Ja. Ich hätte gern wieder meine schöne Kleidung. Obwohl, jetzt sind wir sowieso. Warte. Wir haben doch hier noch einen Auftrag, nicht wahr? Genau, einmal die Wache hier von der Wache Pazdera.
Schauen wir doch mal bei der Wache vorbei. Ja. Der hat eine helle Bade gehabt, das war schön. Die haben wir im Kampf gut, also mit Bernhard, da war die schon richtig gut. So, wo ist Pazdera? Bist du Pazdera? Wächter? Ja. Er hat er geschützt und er muss noch geladen werden. Und sein Gesicht muss noch geladen werden. Ja. Aber an ihm kommen wir erstmal nicht ran. Und er wird immer älter, je länger wir ihn anschauen. Sehr schön. Das können wir erst in der Nacht machen. Nimm's in den Arm, geht nicht. Schwertstück müssen wir schauen. Typischer Müller Peschek stiehlt den Ring. Okay, dann gehen wir ins Badehaus heimlich, stehlen den Ring, geben ihn Peschek, gehen dann zum Henkerberg hoch und dann schauen wir dort mal. Weil beim Henker war auch noch was. Ich frage mich, warum die Wachengames immer wissen, dass mein Gegenstand gestohlen hat. Es ist WLAN verknüpft im Gehirn. Wir wissen das alle zur selben Zeit. Es ist immer dasselbe. Aber ihm klauen wir noch sein Geld. Das haben wir unseren Leuten versprochen. Außerdem dürfen wir das Geld behalten. Er möchte nur, dass das Geld geklaut wurde, glaube ich. Oder sonst irgendwas, ich weiß nicht. So, das ist immer noch der Gehilfe. Unseren Leuten haben wir auch die Aufträge gegeben, dass wir hier Wasser schöpfen können. Wir haben aber noch keinen gesehen. Ah, hier ist das Badehaus. So. So. Also, wir brauchen hier einen Ring. Gut, da wartet schon jemand. Die Badeinhaberin ist auch schon da. Ja, ich glaube, das können wir jetzt auch nicht klauen. Wir gehen einfach rein. Okay, wir sind drin. Das ging einfach. Wo ist der Ring? Okay, da nicht. Da ist ein anderer Typ. Hallo? Die haben da gerade was gesagt. Okay, da kommt aber keiner. Wahrscheinlich hier dran. Dann nehmen wir doch das mal mit. Wenn das jetzt einfach so durchgeht, dass wir einfach diese reingehen und die Sachen klauen, ist ja super. Okay, der geht woanders hin. Der Ring aus dem Badehaus. Ein Ring, den jemand im Badehaus vergessen hat, bis Müller Peschek sich seiner annahm. Das werden wir tun. Das Geld nehmen wir mit. Ganz ehrlich, wenn wir schon hier sind. Mehr Groschen. Ja, bring Peschek den Ring. Das wissen wir schon. Noch eine Truhe. Ist ja gut. Wir nehmen alles mit, was wir hier haben. Und neue Fertigkeit. Ein neuer Punkt. Oh, Retterschnaps. Auf jeden Fall. Der ist teuer. Händlerhut. Ein Kopftuch. Ein Filzhut. Ganz ehrlich, ich nehme alles mit. Jetzt ist es geschehen. Nehmen alles. Irgendein Kleidungsstück. Das ist immer doch das Beste. So, sehr gut. Schade, an die Truhe komme ich nicht, aber ich mache mal hier zu. So. Ich hier mal zu. So. Ich traue mich das nicht. Der könnte sofort wieder aufstehen. Wir gehen hier raus. Wir sind hier fertig. Es ist alles gut gegangen. Badeinhaberin. Grüß dich. Was benötigst du? Gott, doch nicht so. Dich. Ich habe nämlich eine neue Kleidung. Und zwar brauchen wir einmal... Ich hätte gerne... Kopftuch kann ich nicht nehmen. Schade, schade, schade. Aber den Händlerhut, das passt zu uns.
Nee, wir nehmen erstmal unsere normale Rüstung, dann ziehen wir uns später besser um. Warte, Eisenhut. Machen wir gleich. Erstmal. Komm schon. Da, da ist Pebbles. Wir gehen erstmal zu Pesche, geben ihm den Ring. Dann nehmen wir unsere edlere Kleidung. Machen die hier sauber. Ja. Und dann gehen wir zum Henker. Und wir müssen immer noch verkaufen. Das gesamte Fleisch und so weiter, das brauchen wir nicht. Das verdirbt nur. Pesche kann bestimmt damit mehr anfangen. Ja, da ist er ja auch schon. So. Schönen Tag. Er muss noch geladen werden. Und ich habe vergessen, das Fleisch aus dem... Das Fleisch mitzunehmen. Gefährte, wo ist mein Zeug? Da. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Innereien können wir mitnehmen. Das Wildschweinfleisch können wir mitnehmen. Gut. Herr Peschek. Hi. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? In diesen Zeiten? Ich bin froh, wenn ich durchkomme. Hm. Erstmal verkaufen. Ich möchte dir gestohlene Ware verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Möge Gott mit dir sein. So, natürlich ist Gott mit mir. Werk verkaufen, die Knüppel weg damit. Was brauchen wir noch? Rustikalen, Hornstrauchen, unser Wässer. Die Arbeitsstiefel weg damit. Bettlertunika, was will ich denn damit? Oh, Kapuzenschal, der ist zwar geklaut, aber der war besser, aber er ist geklaut. Den will ich nicht haben. Frauenschlappen weg, Gebände weg damit, gewöhnliches Unterkleid, grauer Filzhut. Nee, der steht mir nicht. Ein Hut schützt gegen die stechende Sonne und Regen, hilft jedoch kaum gegen stärkere Einwirkungen. Hm. Eine grüne Tunika. Leinhemden sind die elementaren Kleidungsstücke der Reichen und Armen gleichermaßen. Ach, bitte. Irgendein hatte ich schon mal gelesen, also irgendwas. Kann ich gleich nochmal schauen. Kopftuch, ein wichtiger Modeartikel für die ehrbaren Damen des 15. Jahrhunderts. Für die Barhäuptigkeit etwas ungeschickt. Für die Barhäuptigkeit etwas Unschickliches war. So. Jetzt frage ich mich, warum meine Nachricht erst überprüft werden muss. Da ist ja keine Werbung dabei. Warte. Schaue ich kurz mal nach. Da kann ich auch gleich nochmal wieder synchron bei mir schalten. Da war... Bei mir wurde gerade nichts angezeigt. Normalerweise kann sein, aber normalerweise würde bei mir irgendeine Meldung reinkommen, dass wir es überprüfen. Vielleicht hängt sie auch wieder. Ja, ich stelle mal bei mir den Sound wieder synchron. Kann manchmal sein, weil ich habe ja einen Automod drin, falls es das war, was du meinst. Der der Nachrichten manchmal zurückhalten kann. Ich sollte den eigentlich mal deaktivieren, weil der hat schon mal einen Fehler gemacht. So, jetzt ist mein Sound wieder synchron, denke ich. Ja, ist synchron. Sehr gut. Ist halt nur bei mir asynchron. Roter verzierter Wappenrock, der kann weg. Dann einmal das gesamte Fleisch weg damit. Das brauchen wir nicht. Das kann weg. Da kriegen wir schön Geld für. Retterschnaps behalten wir. Wildschweinkerne weg. Sehr gut. Rest sonstiges. Fliegenpilze sind noch da. Höhlenpilze sind da. Kommunionsgeld, ich ganz ehrlich, weg damit. Verzierte Kölnisch. Niemals den Würfel verkaufen. So, dann einmal. Können wir denn da was kaufen? Was hat er denn gerade? Beckenhaube mit Nasal. Die Regel des heiligen Nikolaus. Die kaufe ich mir. Und eine Schatzkarte. Nehme ich auch noch mit. Gut, dann verhandeln wir mal ein bisschen. Reden wir über den Preis. Ist gut. Das Gute am Falschen ist ja, dass wir ein bisschen Erfahrung bekommen. Einverstanden? Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Ja. Und das ist ein bisschen. In Ordnung. Ja. Das ist gezeichnet. Und dann haben wir wieder ein bisschen Zeug. Das tun wir jetzt in die Truhe. Und wo ist meine Superkleidung? Hm,
So, Inventar, Waffen, das Licht, Rüstung. Oh, die Silberringe hätte ich auch verkaufen können. Die kommen erstmal hier rein. Den Strohhut auch. Roter Händlerhut. Weg damit, ich weiß nicht. Gefunden. Da ist mein Hemd. Ich glaube, meine Hose geht. Leichentuch, das habe ich auch noch dabei. Schwarze Kugel. Schwarzer Schal, das hatten wir. Dann noch ein modisches Hemd. Ich glaube, das war's. Modisches Hemd. Eins. Arbeitshemd, ganz ehrlich. Ich will da kein Arbeitshemd. Hab dann wegen Zeitmangel aufgehört. Bin auch am Überlegen, ob ich wieder anfange. Weil jetzt habe ich Zeit. Indien und Co. Ja, warum nicht? Ganz ehrlich. Kann man ja machen. Wenn die Zeit da ist. Man hat auch einen kleinen Einblick gehabt. Also man hat einen Einblick gehabt, wie es läuft. Dann ist es ja nicht schlimm, wenn man weitermacht. Blub, 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 blub. So, dann schnappen wir uns bald eine schönere Ausrüstung. Ich brauche eine gute Hose. Eine grüne Hose? Nee. Wo ist meine schwarze Hose? Schwarze Hose. Wir nehmen auf. Genau. Wo ist meine Hose? Da, 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 da. Ich muss jetzt kurz fragen im Chat. Lord Osilp. Bin ich gerade, habe ich ein Echo gerade drauf? Weil das hört sich gerade, also ich höre mich gerade irgendwie komisch an. Aber ich bin nicht im Echo hin. Das ist mir gerade passiert, als ich das synchron geschaltet habe. Nee, bei mir hört sich alles normal an. Super, gut. Das, vielleicht war das immer so und es kommt mir gerade nur komisch vor. Schwarze Kugel. Ich habe keine schwarze Hose mehr. Gut, dann habe ich keine Hose. Da gehe ohne Hose. Nee. Ich habe bestimmt noch. Was ist da? Wir haben den Schal. Nee, wirklich die grüne Hose. Blauer Schal. Wenn wir noch einen Ring dazu. Wir brauchen keinen Bogen dazu. Wir brauchen gar kein Schild. Ein Schwert reicht für uns erstmal. Wir sind ja hier in der Nähe der Stadt. Und ein Händlerhut. So. Und dann natürlich die Panzerhandschuhe, die passen gut dazu. edle Schuhe. Das reicht erstmal. Das andere können wir immer noch ausrüsten. So. Ist auch fast wieder Abend. Das heißt, wir gehen erstmal zum Henker und dann ins Badehaus und dann zu Theresa. Dana. Ja. Irgendwas war ja mit dem Henker gerade. Jetzt haben wir jetzt schon von dem Wirt gehört. Mal sehen, die haben das ganze Gebiet dort oben. Ich denke mir schon, da ist noch mehr. Wir haben nur den Ring geklaut. Ich glaube nicht, dass er für den Ring nur dort ist. Ja. Aber ich kann mich 0,0% entscheiden, weil ich über 600 Games habe. Ja. Einfach das spielen, worauf man gerade Lust hat. So mache ich das immer. Ja!